Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video heute von mir. Und vielleicht hast du ja Lust auf ein neues Rezept. Und da ich versuche, immer ein bisschen Mehrwert zu bieten, packe ich dir in dieses Video gleich zwei leckere neue Rezepte rein. Und zwar geht es heute um das Thema Müsli-Granola selber machen. Ich bin seit vielen Jahren selber totaler Müsli-Fan und bei mir beschränkt sich das aber immer auf Quark oder Haferflocken oder eben selbstgemachte Granolas. Der Vorteil, den erzähle ich dir jetzt. Wenn ich mit meinen Coaching-Mädels die Mahlzeiten bespreche und speziell, wenn die Kundinnen neu sind, gehen wir die Mahlzeiten durch und spätestens beim Frühstück kriege ich immer wieder die ein oder andere Frage, ob nicht das oder das Müsli geht. Das wäre doch als gesund oder als besonders fit steht drauf. Die lassen sich da immer sehr viel einfallen von den Werbeslogans her. Wenn man die Packung aber rumdreht, je crunchiger und knackiger sie sind, desto mehr Zucker steckt auch oft drin. Und das kannst du dir sparen, schon beim Frühstück deinen Blutzucker in die Höhe zu jagen. Ich habe hier zwei Alternativen für dich, zwei leckere Rezepte, die dich begeistern werden, die du vorbereiten kannst. Ja, es ist ein bisschen Aufwand, aber du weißt dafür, was drin ist und es passt perfekt in deine Ernährungsumstellung. Und ich habe zwei Rezepte gewählt für ja, den einen und den anderen. Wahrscheinlich gibt es Schokoliebhaber unter euch und auch welche, die eher Früchte im Müsli drin haben. Wenn nicht, kann man die natürlich auch weglassen. Und zwar habe ich einmal ein Fruchtgranola rausgesucht und einmal ein Granola, was mit Schoko daherkommt. Und das ist richtig, richtig lecker. Es ist gerade noch im Ofen. Ich habe es schon vorbereitet und werde dir das gleich zeigen. Und vielleicht magst du es ausprobieren. Die Rezepte und die Zutaten, die findest du wieder hinter den abgedrehten Videos oder hinter den abgedrehten Rezepten, sodass du hier auch weißt, was drin ist, was ich verwendet habe. Nährstoffangaben ist so ein bisschen ein Problem, weil ich das immer frei nach Schnauze mache. Das heißt, du kannst das natürlich genauso auch machen, vorher dann abwiegen die Zutaten und dir individuell für dein Müsli dann, wenn du das möchtest, hier auch noch die Nährstoffe berechnen. Jetzt starten wir aber mit dem Fruchtmüsli und du kannst dir wirklich ganz viele Zutaten auch immer wieder austauschen. Wenn du sagst, du verträgst keine Haselnüsse, dann nimm Walnüsse. Du magst keine Sonnenblumenkerne, dann nimm Cashewkerne oder Kürbiskerne. Das ist also, da bist du sehr flexibel. Wenn du sagst, du magst keine Datteln, dann nimmst du Feigen. Also du kannst hier wirklich sehr flexibel arbeiten. Du kannst auch ein bisschen Zimt mit dazugeben. Das lasse ich mir fürs Weihnachtsgranola übrig. Das mag ich jetzt noch nicht. Das habe ich so oft auch auf dem Müsli obendrauf. Und der Vorteil von dem Granola, du kannst es so eben in einen Quark oder einen Joghurt mit obendrauf geben. Brauchst davon auch weniger, als wenn du natürlich eine richtig große Müsli-Schüssel mit Milch aufschüttest. Also ich habe das immer über dem Joghurt zum Beispiel drüber oder einfach mal nur so ein bisschen als Snack zum Knuspern. So, und jetzt geht's los und wir starten mit dem Fruchtgranola und folgende Zutaten brauchst du dafür. Zuerst kommen die Haferflocken in die Schüssel, das mache ich immer so frei nach Schnauze, 2, 3 Tassen, dann die Kokosflocken hier dazu. Auch die Hanfsamen kommen so frei nach Schnauze dazu, das soll halt in der Schüssel dann einfach so eine homogene Menge ergeben. Dann hatte ich hier noch getrocknete Goji-Beeren. Du kannst aber auch jede andere Form von getrockneten Früchten verwenden. Dann habe ich hier gehackte Walnüsse dazu gepackt. Sonnenblumenkerne, die haben jede Menge Magnesium. Das Ganze ein bisschen untereinander vermengen. Dann erstmal kurz zur Seite stellen und dann geht es an das Kokosnussfett bzw. Öl, je nachdem, was du hast. Ich habe hier die feste Variante und das kommt erstmal in die Mikro, damit es schön flüssig wird. Das flüssige Öl dann über die Masse gießen. Achtung, sehr heiß. Bisschen Reissirup drüber. Du kannst auch Agavendicksaft nehmen, aber Reissirup beeinflusst den Blutzucker einfach nicht so. Dann alles gut miteinander vermengen. Bereit fürs zweite Rezept? Dann starten wir jetzt zum Schokomüsli und du brauchst folgende Sachen. So, auf zum zweiten Rezept. Die Grundmischung ist eigentlich fast dieselbe. Du brauchst wieder Haferflocken und dann hier für das Schokomüsli ein paar andere Zutaten, wie zum Beispiel 2, 3 Datteln. Die Datteln einfach ein bisschen kleiner schneiden und gehackte Haselnüsse noch dazu. Dann 2 Teelöffel Kakao ungesüßt mit in die Mischung reingeben. Und eine gute Handvoll Kakaonibs für den schokoladigen Geschmack.
Dann habe ich mich hier zusätzlich für Kürbiskerne aus der Steiermark entschieden. Die muss ich erst so ein bisschen noch aussortieren, deshalb dauert es einen kleinen Moment länger. Aber lecker sind sie allemal. Auch hier flüssiges Kokosfett dazugeben und die Menge gut miteinander verrühren. Reissirup oder Agavendicksaft wieder mit dazu für eine leichte Süße. Und dann kommt das Ganze aufs Backblech. Ich habe hier gleich beide gleichzeitig vorbereitet und auch beide Bleche dann direkt in den Backofen gegeben. Circa 180 Grad und 10-12 Minuten zwischendurch immer mal umrühren, damit die von allen Seiten gut angebacken werden bzw. geröstet werden. Den richtigen Crunchy-Effekt bekommen Sie dann nach dem Backen, wenn sie abgekühlt sind und wenn du sie in ein verschließbares Glas in den Kühlschrank packst, dann kleben sie so richtig zusammen und haben den Crunchy-Effekt. Noch eine dunkle Schokolade für unser Schokoladenmüsli, die am besten flüssig machen mit ein bisschen Milch. Und dann so phasenweise und tropfenweise über das noch warme Müsli drüber geben. Und wenn das dann kalt wird, dann hast du diese Schokoflocken so mittendrin. Ich nehme immer dunkle Schokolade ab 70% aufwärts. Sieht das nicht schon mal super lecker aus? Beide Müsli kannst du bis zu 7 Tagen im Kühlschrank aufheben. So, fertig sind die zwei Granola-Rezepte und so lecker kann das aussehen. Ich habe jetzt hier griechischen Joghurt drunter und dann, wie gesagt, mein Granola drüber gemacht und das passt perfekt. Ein paar Heidelbeeren noch dazu oder überhaupt Beeren und dann hast du schon ein super leckeres Frühstück. Und ich mag halt diesen Crunchy-Effekt und durch das Backen im Backofen sind die Nüsse und alles so ein bisschen geröstet und das schmeckt ganz anders und kommt mit ganz, ganz wenig Reissirup aus. Und ansonsten nur die Süße der Früchte, die dran sind. Reissirup hat den Vorteil, dass es deinen Blutzucker stabil lässt. Also, schmecken lassen und vielleicht magst du sie ja mal nachmachen. Das macht Lust auf mehr. So, ich hoffe, dir haben die beiden Rezeptideen mit dem Granola gefallen. Vielleicht möchtest du es auch ausprobieren, das würde mich total freuen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches der beiden dein Favorit ist, also eher Team Frucht oder Team Schoko. Und wenn du dir mehr solcher Videos wünschst mit außergewöhnlichen Rezepten, die du gut selber machen kannst und vorbereiten kannst, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare, da freue ich mich drüber. Wenn dir das Video insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Teil es mit einer Freundin und wenn du es noch nicht machst, folg mir gerne. Auf meinem Kanal findest du immer leckere Rezepte, Ernährungstipps rund um deine Ernährungsumstellung und auch die Wechseljahre und jede Menge kurze, knackige Workouts. Also ich freue mich, wenn du bei mir bleibst. Bis dahin, deine Katja.